Mit dem Film 303 reisen wir von Berlin einmal quer durch Europa und wir dürfen uns, während wir eine unfassbar tolle Landschaft sehen, wohl auch noch verlieben. In wen, beziehungsweise wer sich in wen verliebt, darüber spreche ich nach dem Trailer in meiner Review. Viel Spaß erstmal mit dem Trailer. Würdest du mich ein Stückchen mitnehmen? Ja, kein Druck. Jule. Ja, hi. Wohin fährst du eigentlich? Nach Portugal. Ich besuche meinen Freund. Ah? Nächste Haltestelle. Hallo! Hallo! Guck mal, gleich sind wir in Frankreich. Tschüss, Belgien! Bonjour, la France! Was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz? Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück. Ja. Einzelungsstrategie ist Kapitalismus. Weißt du, dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen, allein zu sein. Null. Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Was war das? Zärtliche Berührung. Kill Stresshormone. Was ist eigentlich bei dir? Hast du eine Freundin? Nee, gerade nicht. Nee. Vielleicht willst du nicht, dass dir jemand nahe kommt, also wirklich nahe kommt. Hey, Julie, jetzt mach mal einen Punkt, ey. Ist doch vollkommener Blödsinn. Oh. Ehrlich gesagt habe ich das auch, glaube ich. Dieses Näheproblem. Verlieben, das tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Und hier. Every time I look at you, you slowly drift away. Your eyes are shut and so you seem to see the inner me. Los, komm! Oh, kennst du dieses Gefühl, wenn du bei ihr bist und es genau richtig da, wo du gerade bist? Dieses Gefühl, angekommen zu sein. Also daran merke ich immer, wenn ich verliebt bin. Ich war zu Beginn etwas abgeschreckt von der Lauflänge dieses Films. 2:20. Wir fahren eigentlich nur durch Europa und sehen zwei Figuren, Jan und Jule, dabei zu, wie sie miteinander sprechen und eben verreisen. Das könnte eben ganz, ganz schnell wirklich Valium in Bildsprache sein. Aber, und das ist direkt das Wichtigste, was ich dazu sagen muss, lasst euch davon nicht abschrecken. Im Gegenteil, versucht auf jeden Fall auch relativ zügig in diesen Film einzutauchen, denn es ist etwas, was ich nicht sehr häufig sage. Ich hätte diesen Film auch gerne noch 4, 5, 6 Stunden länger gesehen. Und das liegt nicht daran, dass jetzt die Geschichte total im Detail auserzählt ist, im Sinne von, da passiert unfassbar viel. Nein, wir sind wirklich bei zwei unfassbar sympathischen Persönlichkeiten dabei, wie sie durch Europa reisen und sich in irgendeiner Art und Weise annähern. Und du? Einzelgänger oder mehr der gesellige Typ? Gesellig? Auf jeden Fall extrem gesellig. Weder noch, also ein paar Freunde, ein paar gute Bekannte, ganz normal. Ja, leichte Tendenz zum Einzelgängertum vielleicht. Die Personen können nicht unterschiedlicher sein, haben aber eben dennoch genug Gemeinsamkeiten, dass man nicht das Gefühl hat, okay, das ist jetzt arg weit hergeholt, dass die beiden irgendwie eine Chemie finden und miteinander klarkommen. Aber es gibt eben wirklich diese klassischen Diskussionen über Gott und die Welt, wo beide auch immer mal wieder mit Halbwissen punkten. Oder dass du, ich glaube, oder so war nachher gegoogelt, okay, so richtig war es jetzt nicht, was sie gesagt haben. Aber sie waren auf jeden Fall davon überzeugt. Das sind Dialoge, wie sie wirklich das Leben irgendwie schreibt und bei denen man die ganze Zeit das Gefühl hat, wir sehen hier etwas Reales und daran erkennt man doch ein fantastisches Drehbuch, denn Regisseur Hans Weingartner hat selber gesagt, so, hier ist überhaupt nichts spontan. Also dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen allein zu sein, null. Der Mensch, der ist ein absolut soziales Wesen, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist, schon nach ein paar Minuten, Cortisol und so. Krass. Ja? Boah. Weißt du, Cortisol, das schwächt das Immunsystem, das heißt, wenn du alleine bist, dann wirst du krank. Alleinsein macht krank.
das ist ein Drehbuch, das ist alles bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und da merkt man aber, dass er einfach wirklich ein Gefühl hat für Personen, die sich wirklich auf der Leinwand entwickeln können und vor allen Dingen auch Leben haben. Ich habe eben nicht das Gefühl, ich sehe Schauspieler, sondern die atmen die Figuren. Und gerade wie man sich unterbricht oder wie auch eine Betonung von bestimmten Sätzen letztlich platziert wird, merkt man einfach so, ja, das ist fantastisch, das ist richtig, richtig, richtig toll gemachtes deutsches Kino. Und ja, mit einer Betonung, deutsches Kino, denn das ist ein Film, wie ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Und ich bin so froh, denn dieser Film, der atmet, der lebt und ich liebe ihn. Das sind sie, Picos de Europa. Oh, since ages we're driving. Das Tolle an dem Film ist aber eben nicht nur diese authentische Darstellungsweise, sondern dass er das Thema Liebe, worum es ziemlich offensichtlich in diesem Film die ganze Zeit geht, aber nie wirklich ausspricht und auch nie in den Vordergrund setzt. Das sorgt eben dafür, dass die ganze Zeit so eine gewisse Spannung in der Luft ist und man immer sagen möchte, so jetzt nehmt euch in den Arm, ich merke es doch, ihr seid füreinander bestimmt. Dass er das überhaupt gar nicht fokussiert, sondern es einfach passieren lässt. Und somit wirkt dieser Film unfassbar real, unfassbar echt und eben auch die Liebe sehr, sehr pur, sodass man es sich gar nicht vorstellen kann, dass diese beiden Menschen nicht jeden Tag jetzt verliebt durch irgendeine Großstadt laufen. Es gibt zwei, drei Elemente in dem Film, da merkt man, okay, da musste die Dramaturgie so ein bisschen in die Richtung gedrückt werden, um den Film ein bisschen interessanter zu gestalten. Das ist beispielsweise am Anfang einmal eine Szene, da streiten sie sich relativ früh, quasi noch im Kennenlernstadium und sind dann auf einmal kurz auseinander und finden aber natürlich zufällig auf einer Raststätte wieder zusammen. Also das ist jetzt nicht mal ein Spoiler, sondern ihr seht ja, dass der Film so eine sehr lange Geschichte erzählt. Das ist relativ am Anfang, da merkt man, okay, das ist jetzt ein bisschen gezwungen, ein bisschen erzwungen. Da gibt es so zwei, drei Momente, bei denen man merkt, okay, da musstet ihr das Ganze, da war der Flow nicht bei 100%, sondern da musstet ihr so ein bisschen nachhelfen. Das ist aber auch alles, was ich bei diesem Film wirklich zu meckern habe. Wir haben zwei so unfassbar sensationelle Darsteller. Wir haben eine Mala Emde, die bei den Dreharbeiten noch 19 Jahre alt war. Die hat eine Ausstrahlung, eine Range von Emotionen, die sie abfeuert, ohne dass man das Gefühl hat, sie denkt darüber nach, sondern sie ist diese Figur und man möchte sich einfach, was heißt man möchte? Man verliebt sich einfach in sie, wirklich von Sekunde 1. Und das Tolle ist aber auch, das Gleiche passiert auch bei Anton Spieker. Er spielt eben hier den Jan, ein sehr spannender Charakter, der eben auch einige Widersprüche hat, aber er spielt es auch mit so einer Lässigkeit, mit so einer Natürlichkeit und die Blicke zwischen diesen beiden, da blitzt es, da ist einfach eine Spannung zwischen den beiden, dass ich mich auch in ihn, also wirklich in beide einfach verliebt habe, wie in den Film, wie in die Kameraführung, bei der man einfach sieht, okay, man braucht nicht immer viel Geld, denn dieses Projekt wurde gar nicht mal eben so einfach durchgewunken von den Förderanstalten, sondern es ist so, ah, das können wir irgendwie nicht machen. Die Kamera, so eine ganz reduzierte, auch von der Farbgebung her sehr heruntergeschraubte Optik, die aber eben wirklich daraus wie so ein warmes Urlaubsvideo machen, bei dem man einfach gerne dabei ist. Ihr merkt, ich bin wirklich von vorne bis hinten begeistert, eben weil wir auch hier Figuren haben, die sehr, sehr deutlich zeigen, wie junge Menschen eigentlich aktuell ticken und wie sie die Welt sehen und wie viele Widersprüche einfach in unserem Alltag letztlich versteckt sind. Und das finde ich eben auch großartig, dass der Film es schafft, genau das auch letztlich, ohne jetzt die Moralkeule auszupacken und auch ohne, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, so, ja, okay, jetzt willst du das auch noch in deinem Film unterbringen. Er schafft das einfach in einer unglaublich leichten Art, dass ich nur sagen kann, bitte, denn der Film läuft ja schon jetzt ein paar Tage im Kino, bitte, 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 macht jetzt, nachdem ich die letzten Sätze gesagt habe, euren Rechner aus, schmeißt das Handy in die Ecke, beziehungsweise nutzt es, um zu schauen, wo in eurer Nähe läuft der Film
303. Dann habt ihr jetzt einen Auftrag, geht in den nächsten 3 Tagen ins Kino, nehmt Freunde mit, gerne irgendwie ein Weinchen dabei, aber genießt es einfach, durch Europa zu fahren mit diesen beiden Figuren. Ein fantastischer Film. Ganz, ganz Klitzekleinigkeiten, die ich zu bemängeln hätte. Bester deutscher Film, den ich seit langer Zeit gesehen habe. 9 von 10 Punkten für 303. Ich wünsche diesem Film wirklich jeden einzelnen Zuschauer. Er wird es nicht leicht haben, aber wenn ein paar von euch jetzt einfach wirklich ins Kino schon mal gehen, habe ich doch meinen Job gemacht. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Film zu sagen habt. Oder waren ein paar von euch jetzt in den letzten Tagen im Kino oder haben ihn bei der Berlinale gesehen? Ging es euch auch so? Seid ihr auch verliebt? Möchtet ihr auch mit diesem Film zusammen sein und ein Leben verbringen? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich verlinke euch ansonsten auch noch eine Folge iHeartFilm. Da geht es darum, lasst die Assis nicht gewinnen. Lasst euch im Kino nicht von Störenfrieden das Kino kaputt machen. Und auch noch eine andere Review. Schaut da gerne rein und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.